Es war 0-2 bei Holstein Kiel. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, wir sind heute nicht so richtig in die Partie reingekommen. Ist es am Ende die Qualität von Kiel, die das Spiel entscheidet? Nein, glaube ich leider nicht. Ich glaube, wir hatten ein bisschen geschlafen am Anfang. Erste 10 Minuten habe ich zweimal gepennt. Beim Freistöße-Einwurf ein bisschen und ja, da haben wir den Stein fürs Spiel gelegt. Aber trotzdem ein bisschen besser rausgekommen nach dem ersten Tor von dem. Und ja, wir haben ein paar gute Chancen und einen indirekten Freistoß, das wir eigentlich machen müssen. So ja, klar, kleine Enttäuschung. Die Freistoßsituation, dieser indirekte Freistoß im Strafraum, hatten wir jetzt das zweite Mal hintereinander. Hat beim zweiten Mal wieder nicht so gut geklappt. Was gibt es da für Absprachen? Wie geht man da in diese Situation ran? Nee, klar, schwer. Ich glaube, diese Situation kommt vielleicht einmal in 5 Jahren. Jetzt haben wir 2 Mal in 3 Spielen. So, ist schwer. Ist nicht ein Ding, das man jeden Tag übt, aber trotzdem muss man besser machen. Was kann man heute heute rausziehen, was dann gegen Wiesbaden genauso wieder umgesetzt werden muss und was muss gegen Wiesbaden besser werden? Nee, ich glaube, trotzdem war die Grunddinge da. Wird auch ja, beim zweiten Tor auch ein bisschen geschlafen, bei diesem Nachschuss. Ansonsten finde ich trotzdem okay gespielt. Die Energie war trotzdem teilweise da. Und ja, das muss einfach weiterbauen. Und mit unseren Fans im Stadion glaube ich, dass wir wieder auf die Niveau kommt. Danke.